Luca und Sandra sind nicht nur schon seit Jahren befreundet, sondern haben auch einen gemeinsamen Podcast, der Dick und Doof heißt. Wie gut sich die beiden wirklich kennen, das haben wir in unserem Wer würde eher getestet. Die erste Frage ist noch ein bisschen abseits. Könnt ihr für die Zuschauer, die euren Podcast noch nicht kennen, erstmal kurz erklären, worum es geht und worüber ihr dort so redet? Nein, also ja, wir reden in unserem Podcast eigentlich über uns zwei und halt lustige Geschichten öfters, wenn wir irgendwie mal abends unterwegs waren, lustige Dinge, die uns widerfahren sind. Mhm. Irgendwie zum Beispiel jetzt in der letzten Folge haben wir darüber diskutiert, wie deine Mutter ihre neuen AirPods findet. Ja, Mann. Weil Sandras Mutter hat sich jetzt AirPods geholt und ist ja. Jetzt voll begeistert davon, dass sie Kopfhörer ohne Kabel hat. Aber sonst reden wir jetzt gar nicht so über irgendwie gesellschaftlich relevante Themen oder Sachen, die gerade in den Nachrichten passieren, sondern eigentlich primär über irgendwelche lustigen Sachen, die uns widerfahren sind und... Ja. Hör doch einfach mal rein. Ja. Ja. Gute Idee. Dann können wir auch gleich schon mit dem Wer würde eher starten. Also, wer würde eher seinen YouTube-Kanal löschen? Ja, 100%. Aber warum hast du mich auch genommen? Hey, weil... ja, das ist doch... Für mich ist Instagram viel besser als YouTube. Ja? Ja, und für dich ist YouTube, Alter, du hängst jeden Tag 8-9 Stunden daran. So viel Zeit will ich gar nicht investieren, die Scheiße. Ja, okay. Wer würde eher in die DMs von seinem Crush sliden? Ach, ja! Obwohl, ich habe ja sogar Tilor auch geschrieben. Also, ja, die hat ja aber geantwortet. Nemo seit 360 Tagen gefühlt gar nicht. Sandra steht auf Nemo, ist so ein deutscher Rapper und Sandra... hatte mal die Taktik, jeden Tag ihm so eine Nachricht zu schreiben, Tag 1, bis Nemo mir antwortet, Tag 2, bis Nemo mir antwortet, aber irgendwie... Ich warte bis jetzt auf eine Antwort. Ja. Nemo, falls du zufälligerweise unsere Videos guckst... Ja, wir haben das auch schon gesagt, in unserem Podcast haben wir auch schon gesagt, Nemo, wenn du zuhörst, schreib doch mal, aber ich hab den Antwort. Und wer würde eher eine peinliche Story des anderen im Podcast raushauen? Beides, würde ich sagen, beide. Ja. Aber schon eher Luca. Ich würde sagen eher du. Oder? Nee, doch, nee, safe, oder? Du nimmst mich immer hoch mit meinen Geschichten. Ja, aber du nimmst mich auch immer hoch. Ja. Also beides. Beide also wir hauen dauerhaft irgendwie Storys bei den anderen raus. Ja. Und, ja. Wer würde eher betrunken seinem oder seiner Ex schreiben? Nee, dafür bin ich mir viel zu stolz. Du hast doch gar keine Ex-Freunde. Doch, zwei. Ja? Ja. Hast du den schon mal geschrieben? Nö. Nee? Also ich würde sagen, du. Ich würde sagen, du. Ich würde sagen, du, weil du einfach öfter betrunken bist und dann dumme Sachen machst. Ja, aber ich bin nicht so cringe. Ja, aber ich kann immer noch so abschätzen, auch wenn ich betrunken bin, so. Ich erinnere dich an letzte Woche. Ja, doch, dann 100%. Ja, was ist letzte Woche passiert? Ja, eigentlich, es hatte nichts mit Ex-Freundin zu tun. Nein, eigentlich nicht, aber Luca war ultra, ultra, ultra drunk. Und das war unnormal witzig. Ja, es war irgendwie alles ein bisschen cringe, aber... Weil Luca und ich haben uns nach 3 Monaten das erste Mal wieder gesehen und haben dann eine Podcast-Folge aufgenommen, haben ultra viel, ein bisschen getrunken. Und dann haben wir uns von oben hingesetzt, haben auch noch übelst viel getrunken mit Leuten über FaceTime auch noch weitergequatscht, die haben auch getrunken, also ja. Sehr verrückter Abend. Wer würde eher den anderen aus Spaß vor jemandem blamieren? Oder? Auch wieder so ein... Auch ja! Also, es kommt so ein bisschen auf die Situation drauf an. Ich glaube, wenn es um die andere Person hochnehmen geht, sind wir beide schon sehr krass unterwegs. Ja, safe. Ja, ich nehme dich mal hoch und du nimmst mich immer hoch. Ja. Das ist schon echt krank. Vorgestern war eine Freundin hier, die hatte so eine Versace Sonnenbrille und die war richtig hässlich. Ja. Dann hat Sandra die aufgesetzt und wir haben Sandra die ganze Zeit hochgenommen, weil sie aussah wie K1 so aufgestellt. Und dann hatte die Luca auch eine Nissan noch schlimmer aus. Also ich glaube, wir sind da wirklich zur Hälfte-Hälfte. Also wir nehmen uns beide gegenseitig die ganze Zeit hoch. Ja. Okay, wer würde denn eher sich spontan ein verrücktes Tattoo stechen lassen? Ja. Sandra wollte sich den Namen ihrer Mutter auf den Arsch tätowieren lassen. Aber Svetlana hat es leider nicht erlaubt. Schade, okay. Machen, wenn sie es erlaubt hätte? Ja, safe. Wo hättest du gemacht? Hier so suffmäßig im Urlaub Malle Ballermann oder eher schon so? Nee, eher schon professionell. Professionell? Ja, aber meine Mom ist der Hit. Aber wie fett willst du es denn machen? So klein? Nee, schon groß.
Super, jeder sieht. Das müsste ich mir jetzt auch nicht tätowieren lassen. Stimmt, stimmt. Das soll schon jeder sehen. Ja. Wer würde denn eher einen wichtigen Termin verschlafen? Ja. Ja, vor ein paar Tagen, ne? Ja. Ja. Aber wir hatten irgendwie Montagabend, ich weiß nicht, wie das zustande kam, aber irgendwie haben wir bis 5.30 Uhr waren wir alle wach. Ja. Und Sandra hat am nächsten Tag um 11 oder 12 hatte sie einen Termin und hat den Termin zwar nicht verschlafen, aber hat beim Termin geschlafen. Ja, übelst peinlich. Und bei mir ist es so, also ich habe bisher in meinem ganzen Leben auch erst einen Flug, glaube ich, verpasst. Mhm. Wie viel hast du schon verpasst? Oder noch gar keinen? Noch gar keinen. Ich glaube, bei sowas bist du sehr... Bin ich sehr, also ich verpasse ja auch fast keine Züge. Ja, also, fast keine. Ja, fast keine. Ja. Aber wenn es so um, ja komm, wir treffen uns irgendwie mit einer Freundin, dann komme ich grundsätzlich mal eine Stunde später. Ja, also ich bin auch so ein Mensch, ich komme immer zu spät. Also ich bin, beim Sex ist das gut. Oh mein Gott, Lukas, Alter! Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Wer würde eher auf eine, ich war jetzt so baff gerade, dass ich vergessen habe, was wir hier überhaupt machen. Wer würde eher auf eine einsame Insel auswandern? Boah, safe ich. Sandra kann nur Deutsch. Ja. Ich kann keine andere Sprache. Ich hatte jahrelang Englisch, ich war sogar auf dem Gymnasium, warum auch immer. Ich kann aber kein Englisch. Aber macht gar keinen Sinn, wir reden von einer einsamen Insel. So. Da spricht man ja dann. Also, ja, also ist ja ich glaube, ja, dann aber, nein, doch auch. Doch, nicht. Weil Luca hat tausendmal mehr Überlebenschancen als ich. Wer würde eher einen Monat auf sein Handy verzichten? Hä? Das ist ja so gelogen. Wenn man Tinder mitzählt, dann sagen wir mal so. Die hängt dauerhaft. Oder während wir eine Podcast-Folge aufnehmen, checkt die nebenbei. Ich hab's gehört gestern. Ja, ich hoffe immer noch, dass irgendwelche heiße Typen mir schreiben. Ja. Nee, bei mir ist es irgendwie so... Du bist glaube, aber auch schon oft am Handy. Ja, ich glaube, wir beide könnten es nicht, weil es auch mehr oder weniger unser Beruf ist. Aber so richtig drauf verzichten, habe ich auch schon mal überlegt. Aber nicht für einen Monat, sondern für eine Woche. Mal wirklich Videos vorproduzieren, alles halt irgendwie machen, was so den Job angeht, dass es halt sich selbst regelt, weißt du, so Videos auch geplant hochladen, dann einfach mal für eine Woche irgendwo hinreisen, klar, jetzt geht's natürlich nicht Corona-bedingt, aber dann einfach mal komplett abschalten. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass man sowas mal zwischendurch macht, um halt den Kopf frei zu kriegen. Wer würde eher in einer Trash-TV-Sendung mitspielen? Ist auch insgeheim mein Traum, bin ich ganz ehrlich. Live-Goal-Bucket-List Nummer. Was wäre so dein Traum? Welche Sendung? Den ganzen Tag nur Trash-TV. Ja, voll nice. Von Love Island bis Bachelor und sowas. Ich gucke alles. Ich sehe dich so richtig bei Big Brother in der Badewanne heulen wegen dem Ex-Freund. So. Nee, heulen nicht, Alter. Ich würd so viele Faxen da schieben, glaube ich. Das ist, glaube ich, ultra witzig. In welcher Trash-Show siehst du dich so am ehesten? DSDS wolltest du auch schon mal mitmachen? Ich glaube, Jimmy's Ex-Topmodel auch. Ja, die nehmen aber keine Dicken an. Das ist traurig. Ja doch, die sind auch in letzter Zeit mehr in Diversity unterwegs. Ja, aber, ja, wow. Das sind aber auch Leute, die normal S tragen und nicht XXL. Ja, okay. Ja, ich glaube, ich würde mich schon in Love Island oder so sehen. Pack doch dein Handy jetzt weg. Guck, da ist es wieder. Check mit dir Handy. Ja, ich muss einfach nur mal gucken, wie viel Uhr es ist. Ja. Okay. Wer würde eher einen oder eine Fremde auf der Straße küssen? Ich schwöre, wenn du mit Sandra feiern bist und du gehst mit Sandra in den Club innerhalb von 2 Minuten direkt mit irgendeinem Typen. Ja, ultra geil. Und ich setze mir so eine eigene Challenge. Ja. In wie vielen Minuten habe ich den ersten Typen rumzukriegen? Wir waren in Holland und Sandra kann halt kein Wort Englisch so richtig, aber auch kein Wort Holländisch. Mhm. Wir gehen in den Club rein und nach, weiß ich nicht, 5 Minuten, wo ist Sandra? Sandra steht am anderen Ende von dieser Bar, von diesem Club und leckt halt mit so einem Typen rum. Wer würde eher auf Malle eine Gesangskarriere starten? Boah, Digga. Same, Alter. Ich kann vielleicht auch potenziell einen Song. Ja. Wir schreiben schon seit 10 Jahren in meiner eigenen Mallorca-Hitparade. Um was wird es gehen? Um ganz viel Sex, glaube ich. Sandra wäre eigentlich dieses Jahr auf Malle wieder am Ballermann gewesen. Ja, ich lieb Mallorca so sehr. Wie sieht so ein typischer Malle-Tag bei dir aus? Würde mich mal interessieren. Ich stehe auf, trinke das erste Bier. Okay, reicht dann schon. Ja. Ich liebe es, wie du die Fragen stellst. Ich übernehme das Interview. Ich bin eigentlich voll unnötig hier. Ihr habt es auch schon hinter euch geschafft. Zum Abschluss habe ich noch eine allerletzte Frage, die jetzt ein bisschen kitschig wird. Mal gucken, was ihr draus macht. Was schätzt ihr denn jeweils an dem anderen besonders?
Ja, Nikos, jetzt haben wir mal gespannt, was du ja als Handy zu schätzen hast. Selbstironie und Humor. Okay. Dass du immer, wenn ich komme, schon mit Bier da stehst, das finde ich ultra geil. Das schätzt die echt an dir. Wir hatten so eine ähnliche Frage letztens im Podcast, da haben wir ganz lange überlegt und meinte dann, ja, manchmal, wenn du nicht da bist, ist es voll entspannt. Ja, korrekt, ja, danke. Ja, das war's auch. Du stehst immer mit, du hast immer Bier zu Hause, das finde ich auch richtig cool. Und ist ja kein Fakt über mich, ist ja. Ja, du bist halt, ja, du bist halt Lukas, Alter. Guckst du gerade in meiner Wohnung um, was so, ja, was cool ist. Ja, und Luca hat auch coole Schuhe. Okay. Danke für diese lieben Worte mir gegeben. Ah, Lukas, bitte. Ja. Ja, danke euch auf jeden Fall, es hat sehr viel Spaß. Kein Problem. Dann trinkt gerne ein Bier für mich mit jetzt und wir sehen uns hoffentlich bald mal in Real Life wieder. Ich hoffe, ihr habt genauso viel über diesen Video gelacht wie ich. Falls ihr noch ein bisschen mehr lachen wollt, dann schaut auf jeden Fall mal in dem Podcast vorbei. Den gibt es exklusiv bei Spotify. Und ansonsten gebt dem Video einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal für noch mehr solcher Videos und schreibt mir doch mal in die Kommentare, welche Antwort der beiden euch am meisten überrascht hat. Wir sehen uns bald. Bis dann!